Okay. Das war jetzt, ja, doch, hätte man sich echt denken können. Na, dann holen wir uns den Typen mal. Na, wo bin ich denn gelandet? Mich willst du gar nicht. Und ob ich dich will? Lieber Tobias. Und ob ich dich will? Ich habe nicht geschossen. Boah, der ist aber auch nervig, ey. Spring mal wieder über noch mehr Dinge drüber. So, komm jetzt endlich her. Echt nervig. Ach ja, Leute, die sich nicht fangen lassen wollen. Wie denke, soll ich den Typen eigentlich verfolgen, bis ich ihn endlich habe? Na komm, jetzt muss ich ihn da langsam mal haben, ey. Ich will dir ja gar nichts tun. Das ist nicht wahr. Alter Schwede. Also, ich brauche eine Sache. Und dann kannst du gehen. Nein, niemals. Die finden es raus. Ich bin keiner von denen. Warum sollte ich dir trauen? Ja! Weil ich es mir auch einfach nehmen könnte. Das reicht mir nicht, Mann. Also gut. Ich arbeite nicht mit wem du denkst. Niemand muss von dieser Unterhaltung erfahren. Der Bunker ist isoliert. Abgeschnitten. Da ist kein Strom, kapierst du das? Das Ding ist praktisch eine Gruft. Okay. Damit komme ich klar. Was von Anfang an, wenn man drüber nachdenkt. Eine Gruft. Jeder, der mit diesem Ort in Berührung kam. Wir stehen alle mit einem Fuß im Grab. Aber ich bin okay. Hier bin ich sicher. Denke ich. Klar. Tobias. Ich brauche den Brückenschalter. Bitte. Der ist von mir, weißt du? Ja. So was mache ich, ich bastel. Großartig. Dann gib her. Ja. Fein. Sicher. Ja, nimm du ihn. Gut. Ist dein Begräbnis. Ist schwer, was? Glaub mir, Mann. Der wird immer schwerer. Hey, hör mal. Was brauchst. Egal was. Komm zu mir. Ich baue alles. Scheint so. Ein bisschen verrückt ist er schon, aber nett. Besuchen Sie Tobias Untergrund, kaufen Sie fertig. Ja, das interessiert mich nicht wirklich, da ich die Tour jetzt ziemlich... So. Und da bekommen wir doch sicherlich gleich einen Anruf. Ich könnte leicht so enden wie Tobias. Ich werde von denselben Leuten gejagt. Scheiße, obdachlos bin ich ja schon. Aber er war irgendwie high, oder?
Er muss vorsichtig sein. Er wird von Fixern gejagt. Wenn die ihn finden, wer weiß, was sie tun. Hey, übrigens, Maurice hat eine Location ausgespuckt. Er ist sicher, dass du dort etwas finden wirst. Er meint, wenn du antworten willst, musst du seiner Spur folgen. Was auch immer das bedeuten soll. Aber vielleicht bringt's was, hm? Sicher. Das ist gut. Er will, dass ich seine Gründe verstehe. Du musst ihn dafür belohnen, okay? Wie? Mit einem Keks? Keine Ahnung. Sei kreativ. Einen Keks? Okay. Das ist auch noch aus der Werbung, da hätte ich jetzt gerne, dann könnte ich mich jetzt sehr leicht dahin kommen, wo ich möchte. Aber habe ich nicht. Dann laufe ich halt. Und ich bin ja mal sehr gespannt, was dieser Bunker soll. Genau das habe ich mir eigentlich gedacht, weil genauso müsste sich eine Hoch-Hightech-Zentrale eigentlich schützen mit einem Gebäude ohne Strom, weil das ist ja nun wirklich der einzigste Angriffspunkt für die. Ah, ich sehe schon, ich bin richtig. Ich hoffe nur, ich kann da runterlaufen, ohne zu sterben. Nach unten laufen, ohne zu sterben. Lalalala. Ich habe eigentlich gerade diese nach unten Kletternaktion Dings gesehen und wollte das machen und dabei bin ich dann wohl doch gefallen. Was, eine Kanone? Ich habe keine Kanone, nein. Außer an der Hose, da habe ich eine große Kanone. Was? Hm, die Metro. Quatsch, die Bahn. Das wäre natürlich eine Option, aber da komme ich nicht ran gerade. Oder vielleicht doch. Okay. Wo muss ich hin? Alter, 700 Meter in die Richtung. Da ist aber auch nicht wirklich eine Abkürzung in Sicht, deswegen laufe ich mal Strada aus, bis ich ein Auto finde. Oh, es ging schneller als gedacht. So. Dann gib mal her das Schmuckstück. So. Und dann wollen wir mal schauen, wo es jetzt hingeht. Hallo? Ja, was ist das für eine Autosteuerung? So. Okay, das Ding hat sich echt beschissen. Aber wir haben es gleich geschafft. Warum soll ich eigentlich oben lang fahren? Das ist doch Schwachsinn, dann kann ich doch da durchschwimmen. Das geht ja genauso schnell. Go, 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 go. Das geht sogar noch viel schneller. Ein fast leeres Plätzchen. Aber hat sich da niemand gefragt, was da drüben ist? Ist da noch niemand einfach mal rüber geschwommen so? Ich meine, das ist jetzt nicht so das Ding, oder? Da einfach mal rüber zu schwimmen und zu gucken, was da ist. Also wenn ich da wohnen würde, ich jetzt wahrscheinlich gemacht. Mich würde es interessieren. So. Dann wollen wir mal. Der Bunker. Clara glaubt wirklich an diese Legende.
Und Tobias war ziemlich aufgeregt. Mythen interessieren mich nicht. Aber wenn ich Niki zurückkriege, soll's mir recht sein. Wir spielten Poker, redeten ein bisschen. Was hat er gesagt? Clara, es gibt ihn. Habe ich ja gesagt. Geh nicht ohne mich rein. Bin unterwegs. Keine Sorge. Ich muss den Strom wieder anstellen und dann noch den Eingang finden. Ich sehe dich da. Ich glaube, das wird hier ein ganz böses Ende nehmen. Das sieht schon so aus wie das perfekte Versteck. Und die werden doch hundertprozentig herausfinden, wenn wir den Strom einstellen. Okay, die Insel sieht auf jeden Fall schon mal nicht verlassen aus. Aber wie komme ich da hoch? Was ist das? Eine Splittergranate, okay. Okay, so komme ich aufs erste Dach. War das ein Alarm gerade? Lol, okay, das war es so geplant. Nummer 1. Noch 2. Der Generator ist gerade angesprungen. Wir brauchen mehr Power. Siehst du einen Eingang? Wie würde Blumenwohl so einen Ort verstecken? Ich hoffe auf einen geheimen Aufzug. Du ziehst einen Hebel und der Boden fällt in eine Geheimbasis unter der Erde. Unter Wasser? Wir sind auf einer Insel. Ich meine ja nur. Dann oben. Eins der Gebäude. Ich suche weiter. Kann ich hier nicht mit leider runtergehen? Ne, kann ich nicht. Gut, dann holen wir uns die anderen beiden Lifte mal. Dinger mal. Wir brauchen nur einen Eingang. Den habe ich gerade gefunden. Ne, habe ich doch nicht gefunden, okay. Ja, ja, ist ja gut, okay, dann halt nicht. Aber echt jetzt, wie kommt... Ah, okay, geht das doch?